ich fühle mich nicht einsam, da bin ich einsam auf jeden Fall. Welcher Mensch soll denn schon verstehen können, wenn ich von Guantanamo erzähle, was, wie was gewesen ist? Das kann kein Mensch nachvollziehen. And the flag flew over Camp Delta in Guantanamo Bay, Cuba, where, you know, the detainees are housed, to honor all those service members and civilian who have lost their lives during the global war on terrorism, and those who continue to defend the ideals of freedom and democracy throughout the world. So I really appreciate that, because I very much enjoyed serving my country. It's painful, and it makes me sad that there are those who think my service is not honorable. If anyone Googles my name, torture will come up because my name was put in books of all types, which of course have in its title torture. The torture team, the road to torture, the trail to torture, I don't know, all these kinds of things. People think I must be the torture lady. And a United States prosecutor points an accusatory finger at your chest and calls you a criminal and tells you that you have betrayed your oath and you have betrayed your country and you have endangered the safety of the men and women that you swore to share your burdens with. Matthew Diaz disclosed a list of names of people at Guantanamo Bay, and he has paid a terrible price. There was a lot of reasons for people to hate me. There is no easy answer. Guantanamo has caused a lot of heartache for a lot of different people. We're at war. When a plane strikes the Pentagon and tries to kill people in the Pentagon, it's very personal. It sounds corny to say it was my duty, but I felt like I couldn't retire without at least offering to deploy. And I volunteered to go anywhere. Very scary that there's these people out here that just want to destroy our way of life, our culture, our values, and not understand why. I mean, how do you win hearts and minds? How do you stop this if you don't understand your enemy? Hat mein Leben geändert. Ich bin nach Pakistan gereist, damit ich in möglichst kurzer Zeit viel über den Islam lernen kann. Pakistan hatte mich sowieso schon immer interessiert. Ich war halt sehr auch neugierig, ein anderes Land mal zu sehen. Dann habe ich festgestellt, dass das Krieg ausgebrochen ist in Afghanistan. US bombing raids continue around the clock, attacking Taliban tanks and trenches north of the Pakistani border. Ich habe mir eigentlich nichts Großes bei vorgestellt. Ich muss auch dazu sagen, dass ich damals gerade mal 19 war und die ganze Welt nicht so ganz verstanden habe. Und ich war auch kein Typ, der sich mit Politik beschäftigt hatte. Ich war kurz vor der
Rückreise nach Deutschland. Ich habe viele Geschenke eingekauft. Es war kurz vor Weihnachten. Da hielt die Polizei uns an, kam auf mich zu und haben mir einige Fragen gestellt. Ich habe denen meinen Reisepass vorgelegt. Da meinten sie halt, dass ich aussteigen sollte. Das war mein letzter Moment als freier Mensch. Ab dem Moment an haben sie mich als Geisel halt festgehalten und irgendwann an die Amis verkauft. Plötzlich waren viele Blitzlichter dort. Das waren Leute, die Fotos geschossen haben. Ich war halt der 53. von mehreren tausend. Die haben mich ganz komische Sachen gefragt, ob ich Osama bin Laden gesehen hätte. Ich hab denen gesagt, natürlich habe ich ihn gesehen. Im Fernsehen, wie jeder andere auch. Das hat sie aufgeregt. Da war mir eigentlich sofort klar, dass die nicht daran interessiert waren, wer ich bin oder ob ich wirklich unschuldig bin, sondern sie wollten mich halt zu einem Terroristen machen. Ich sollte zustimmen, dass ich ein Mitglied der Al-Qaida und Taliban bin, dass ich mit denen zusammengekämpft hätte. Ich wusste ehrlich gesagt nicht mal, was Al-Qaida ist damals. Ich bin kein Terrorist und somit werde ich das auch nicht unterschreiben. So haben sie mich von den Handschellen aus an der Decke hochgezogen. Sie haben eine Kette drum gemacht und mich an der Kette halt hochgezogen, sodass ich komplett, ich hing halt komplett mit dem ganzen Körper über dem Boden. Ich weiß, dass es 5 Tage gewesen sind, wie ich da an den Ketten hing. Fast jeden Tag und jede Nacht habe ich gespürt, wie er dort behandelt wird. Ich habe da ihm sofort gemerkt, ob er bestraft wird oder ob ihm gut geht. Man hat solche Mamas-Gefühle, kann ich so sagen, ja. 3 Tage lang habe ich geweint und geweint. Ich habe gesagt, das geht nicht, immer weinen und weinen. Weinen bringt nur Weinen. Also ich komme ja nicht vorwärts, habe ich gesagt, ich muss was unternehmen. Dann bin ich zu Kripo gegangen. Die Mutter erklärte, dass Murat Kurnaz in seinem Glauben radikaler geworden sei. Es ging ja zunächst mal um die Klärung der Frage, ob es tatsächlich ein Ansinnen von Murat Kurnaz war, gegen die Amerikaner die Waffe in die Hand zu nehmen. Und das war eine große Hektik in allen Sicherheitsbereichen. Zumal als bekannt wurde, dass die Attentäter zum großen Teil ja in Hamburg, Stichwort Hamburger Zelle, die Vorplanungen für dieses Attentat durchgeführt hatten. Wir haben dann alle unsere Antennen ausgefahren und dann kam diese Hinweise, ja, der wollte schon immer kämpfen. Er hätte sich einen Kampfanzug und Kampfstiefel gekauft. Ja, fast explosive Erkenntnisse. In erster Linie genährt wurden durch Aussagen der Mutter. Er soll erklärt haben, dass er die Anschläge in den Vereinigten Staaten gutheiße. Um wen handelt es sich bei Murat Kurnaz? Was ist Murat Kurnaz für ein Mensch? Es war mit einmal der Taliban aus Bremen. Diesen Begriff, der ging ja nicht mehr weg. Das war der Taliban aus Bremen. Und alle machten, oh ja, das haben wir nun auch hier. Erst die Hamburger, jetzt haben wir das hier auch noch. Ich hatte immer wieder gesehen, dass Gruppen wegtransportiert wurden. Sie waren dann nie wieder zu sehen. Bevor sie mir die Augen zugebunden haben, haben sie gesagt, wir bringen dich irgendwo hin, wo wir dich erschießen werden. So. Very strange. Plane loads of detainees would show up wherever they came from. Some had been recovering from wounds in combat, and I mean, there were just so many challenges.
there may be these people, you know, whether they're bodyguards of Osama bin Laden or whatever their role is, maybe there are pieces of information that are going to make a difference. Nachdem ich angekommen bin, wusste ich nicht, wo ich bin. Es war nur ziemlich heiß. Die machten mir irgendwann die Augen auf. Mit dem Bus brachten sie mich in einen kleinen Käfig. Wie so ein Hundekäfig, halt nur kleiner. Da waren auch keine Toiletten, kein gar nichts drin. Sie haben die Lichter 24 Stunden lang angelassen. Die Generatoren liefen. Es war extrem laut. So, dass ich eigentlich nie richtig geschlafen habe. Es war, als ob ich eher in Ohnmacht fallen würde vor Müdigkeit. In meinen ersten Verhören, da haben sie mich auch nach dem Namen Mohammed Atta gefragt. Das ist der Typ, der einen diesen Flugzeugen in die Türme gejagt hat. Da meinten sie, ist ja dein Freund aus Hamburg. Du wohnst ja nicht weit weg von Hamburg. So, ihr habt auch wahrscheinlich zusammen denselben Fitnessstudio besucht, meinte er. Wenn denen meine Antwort nicht gefiel, da haben sie mich sofort umgelegt in eine Isolationshaft. Ich habe ein ganzes Jahr insgesamt alleine verbracht. Wenn man lange für sich allein gestellt ist, dann wird einem auch klar, wie viele Sachen man im Leben viel schöner machen konnte. Und man bereut es, dass man es nicht getan hat. Man kann sich schon fast an jeden einzelnen Menschen erinnern, gegenüber dem man sich schlecht benommen hat oder ihm das Herz gebrochen hat. Als Kind wollte ich unbedingt reich werden, damit ich schnelle Autos fahren kann. Ich habe oft und gerne getrunken und war dadurch auch schnell gewalttätig. Ich habe auch Drogen zu mir genommen. Ja, so habe ich mal gelebt. Auf der Suche nach Antworten habe ich mich mit dem Koran beschäftigt und entschieden, ein religiöses Leben zu führen. I know at least one of his interrogations, and I may have seen more. He was associated with some bad guys. We definitely thought he could be dangerous. He wasn't an innocent guy, I'm sorry. You know, the cover story of, I just happened to be at the wrong place at the wrong time, but I'm really this religious guy just doesn't cut it.